Herzlich willkommen zurück im Commonwealth. Ich bin der Sportanier, heute in einer geilen Stelle, einer Bruderschafts-Power-Rüstung. Und das ist Paladin Dance, mein neuer Begleiter. Meine Maschine an meiner Seite. Und wir sind auf der Suche nach Mini-Atombomben. Und ich muss mich erinnern, hier war ein Safe, genau. Das schaffe ich leider nicht. Okay. In dem Fall gehen wir einfach rein. Das Gebiet ist offensichtlich seit einiger Zeit verlassen. Ich merke es, wir sind noch nicht ganz so eingewöhnt. Aber jetzt. Aha, das sind wir ja schon gesehen. So, werden wir im zweiten Stock. Es wurde total zerstört. Wir schaffen eine Mini-Atombombe haben wir gefunden. Also. Das muss doch irgendwo noch ein Lager geben hier. Vielleicht da hier? Nein. Mal! Sehe ich einen Fatman auf dem Tisch dort? Oh ja. Aber wie kommen wir da rüber? Das ist doch irgendwo ein Stock höher gewesen hier. Irgendwie muss es einen Weg da durchgehen. Vielleicht ist es hier. Okay, also jetzt frage ich mich wirklich. Level up. Also nicht wegen dem, sondern wie wir da durchkommen. Okay. Es wäre mal gut, wenn wir könnten besser knacken. Hier. Yeah. Aha. Sind wir auch hier richtig? Du bist nicht so gesprächig, hä? Okay. Technisches Dokument. Der hier sieht man, soll eine Serie mitnehmen. Alles, was Aufzeichnungen könnte. Da, um diese Überreste zu identifizieren. Okay. Alles, was könnte wichtig sein. So technische Daten soll man mitnehmen und dann denke ich uns dafür entlohnen. Okay. Ja. Das Grund hat meine Annahme bestätigt. Und meine Radioaktivität. Bam! Oh shit, der Raketenwerfer! Haben wir irgendwie eine Granate? Ja, das muss auch länger. Wir spielen, kleiner Mensch. Wieder ein legendärer! Oh shit! Okay, da ist auch noch einer. Oh! Ja, da unten! Hm.
Ah, oh, shit. Komm. Oh. Dance, du hilfst mir nicht oder so. Nein, danke. Nein, danke. Komm. Dann zeigen wir's. Oh, der hebt ja aus! Unglaublich. Hast du noch einen zweiten hier? Oder habe ich es falsch gesehen? Pulsgranate, aber die hilft uns nicht viel. Molotov-Cocktails könnte helfen. Oh, brenn! Hä? Weg der Dance. Oh, yes. Die sieht munzig aus. Aber alles klar. Looten. So. Mit Klinge, Planke. Aha. Wo haben wir's denn? Egal. Und Raketenwerfer, sehr schön. Wir kommen der Sache näher. Hier sind meine Atombomben. Vier Fusionskerne! Oh yes! Jetzt können wir endlich wieder länger mit dem Anzug rumlaufen. Mamma mia! Richtig schön. Alles Kisten mit Mini-Atombomben. Okay, wir haben es gefunden. Was jetzt hier genau zu machen ist? Keine Ahnung. Vielleicht mal Dance fragen. Was haben wir noch da oben? Interessant. Paladin. Sieh dir den Laden mal an. Du musst Mutanten genauso hassen wie ich. Warum hast du Supermutanten so sehr? Sie sind verantwortlich für den Tod eines engen Freundes, eines Bruderschaftsritters namens Cutler. Wenn du also fragst, ob ich sie hasse, dann sage ich, Hass ist noch viel zu milde ausgedrückt. Die Monster sind nur ein weiteres Beispiel dafür, wie die Menschheit blind einen Schritt nach vorne macht, nur um dann zwei Schritte zurückzutaumeln. Ich kämpfe schon seit Jahren dafür, diesen Irrsinn zu beenden. Und gerade als es so aussah, dass wir die Oberhand gewinnen, tauchten die Sins auf. Ich habe gesehen, was diese Supermutanten mit Leuten anstellen. Kannst du dir vorstellen, was die Sins mit uns tun würden, wenn sie jemals die Oberhand gewinnen? Es wäre der erneute Weltuntergang. Und vielleicht das Ende von allem, was uns etwas bedeutet. Ich will dich auch nicht mit meinem Gerede langweilen. Das machst du aber gar nicht. Du verstehst, wie wichtig diese Missionen sind. Danke vielmals. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Du hast mich daran erinnert, wieso ich das alles mache. Danke, Bruder. Es tut gut zu wissen, dass du dir meinen Rat zu Herzen nimmst. Naja, genug davon.
Das Wichtige ist, dass du den Job erledigt und die Sprengköpfe für uns sichergestellt hast. Du solltest zu Pridwin zurückkehren, um den Maxen sprechen. Ich bin sicher, er will so bald wie möglich eine Einsatznachbesprechung. Wegtreten. Okay, Bro. Dann gehen wir mal abgeben. Du kannst gerne noch ein bisschen hier um den Gurken. Interessiert mich nicht. Wow, der Boden. Looks so good. Okay. Ah! Hier geht's raus. So, also ich probiere jetzt mal hoch zu porten. Ich hoffe, es funktioniert. Was wäre ich jetzt hier? Du solltest zu Pridwin zurückkehren. Mich um die Sprengköpfe und die Sauerei. Also, mit Begleiter hat mir jetzt Verlag, sagen Sie richtig. Das ist lieb. Das ist lieb von dir. Die Pridwin. Ah, die kann ich sogar auch noch verwalten. Ist das neue Kollege hier? Nein. Ah, bist du nett. Energie sparen. Du wartest hier. Ah, shit. Wir haben ja viel zu viel rumtragen. Da müssen wir jetzt gleich rein und so verkaufen. Laber mich nicht voll. Ich muss weiter. Das war ausgezeichnete Arbeit in Fort Strong, Soldat. War der reinste Spaziergang. Es freut mich, das zu hören. Denn es wird immer nur schwerer werden. Um das Institut in die Knie zu zwingen, müssen wir jede Waffe einsetzen, die uns zur Verfügung steht. Ich versuche, meine Soldaten immer bestmöglich auszurüsten. Daher habe ich diese hier für Sie. Mit einer Signalgranate können Sie einen Vertibird zu Ihrer aktuellen Position rufen, falls Sie einen Lufttransport benötigen. Werfen Sie sie einfach auf den Boden. Der Vertibird wird sich dann im elektromagnetischen Rauch orientieren, den die Granate freisetzt. Sind Sie an Bord, nutzen Sie die Karte Ihres Pip-Boys, um eine Verbindung mit dem Navigationssystem des Piloten herzustellen. So kann er Sie hinbringen, wo auch immer Sie hin müssen. Geil, geil, geil. Wird der Vertibird mich auch im Kampf unterstützen? Ich fürchte, wir können keinen voll bewaffneten Vertibird für diese Aufgabe abstellen. Sie werden sich mit einem Standardtransporter begnügen müssen. Sie können während des Flugs aber natürlich die Seitengeschütze nutzen. Das ist lieb. Die beste Waffe fürs Überleben hier draußen ist ein Haufen Kronkorken. Signalgranaten sind normalerweise Paladinen vorbehalten. Sie sollten dankbar sein, dass ich in Ihrem Fall eine Ausnahme mache. Ah, oh, okay, ja, nix. Ich bin mir sicher, dass Ihnen klar ist, Fort Strong war nur der erste Schritt zur Befreiung des Commonwealths. Jetzt liegt eine weitaus größere Aufgabe vor Ihnen. Inzwischen ist Ihnen sicherlich klar, dass unser Erscheinen im Commonwealth kein Zufall war. Wir sind hier, weil Paladin Dances Erkundungsteam eine einzigartige Energiesignatur entdeckt hat. Laut unseren Gelehrten ist diese Signatur ein Anzeichen für einen technologischen Fortschritt, wie ihn nur das Institut erreichen kann. In dem Moment, in dem wir diese Information erhielten, war unsere Mission klar. Das Institut und alle, die mit der Erschaffung der Synths in Verbindung stehen, müssen ausgeschaltet werden. Um jeden Preis. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir allerdings das Hauptquartier des Instituts finden. Ich habe unsere Gelehrten des Commonwealth sorgfältig absuchen lassen. Aber sie konnten nichts finden. Du laberst ein bisschen fehl. Was immer Sie brauchen, Ältester. Sagen Sie mir es einfach. Ich will, dass Sie da rausgehen und zu unseren Augen und Ohren werden. Sie schienen bereits vor unserem Treffen daran interessiert zu sein, das Institut zu finden. Daher bin ich mir sicher, dass Sie sich in den richtigen Kreisen bewegen werden. Wenn Sie einen Weg hineinfinden, melden Sie mir das sofort. Irgendwelche Fragen, Ritter? Was ist mit diesen Energiewerten, die Paladin Dances Erkundungsteam entdeckt hat? Unsere Gelehrten sind sich aufgrund der hohen Frequenz sicher, dass es sich dabei um Technologie des Instituts handelt. Aber der Ausgangspunkt ist unbekannt.
Wir fangen sie noch von Zeit zu Zeit auf. Aber wenn wir ein Team losschicken, verschwinden sie. Seien Sie äußerst vorsichtig. Ich wäre nicht verwundert, wenn diese Energiewerte von einer Waffe des Instituts kommen würden. Gibt es sonst noch etwas? Irgendwelche Vorschläge, wo ich als nächstes suchen sollte? Ich würde an Ihrer Stelle der Spur zu Dr. Amari nachgehen. Ich weiß nicht, ob sie einfach nur irre ist oder ob sie uns tatsächlich bei der Suche helfen kann. Aber unseren Quellen zufolge verfügt sie über einige interessante Technologien. Sonst noch etwas, Ritter? Keine Frage. Im Moment nicht, Ältester. Gut, dann wegtreten. Okay. Also, alle zusammen, hasst das Institut. Alle wie nachragen. Aber ist ja klar. Wenn sie mit allen blöd tun. Also, ich bin ja sauer, sie haben mir meinen Sohn vorgenommen. Wenn es tot aus, solltest du ihm zur Sicherheit noch eine Kugel an den Kopf ablassen. Warum? Wenn die Pflicht zuerst kaufen. Sich ohne Rückendeckung mit einer Todeskalle. Entschuldigung, Proktor Tegan. Dann hier hat die Bruderschaft genug nukleare Bewaffnung für alle Ewigkeit. Ich nehme an, dass du nach einem solchen Gefecht neue Vorräte brauchst. Oh ja. Hast du was Außergewöhnliches? Ich habe da ein paar spezielle Mods, an denen ich gerade arbeite. Das ist eine Art Hobby, mit dem ich mir die Zeit vertreibe. Sind echt starke Dinger. Schraub dir ein paar davon an deine Waffen. Und du wirst aus dem Grinsen nicht mehr rauskommen. Ich schau mir das Angebot mal an. Alle meine Waffen sind voll einsatzbereit. Ja, ich hoffe es doch. Okay. Was können wir hier alles für rausgeben? Das brauchen wir nicht mehr. Nuka Cola! Ohoho! Die Drogen sind nicht schlecht. Das müssen wir noch abgeben. Genau. Von Marken haben wir weg. Soldatzug sammeln wir ja. Zahn! Zahnpasta! Laserpistole, Junkie-Planke, durch die schon. Die ist geil. Kampfflinte, gefällt mir auch. Aber auch noch recht schaden. Halten wir. Die geben wir. Ach, nicht so viel Schaden, geben wir weg. Geben wir weg. So. Ah, ne. Und jetzt. Jetzt wird es interessant. Der hat doch so einen geilen Helm gehabt. Kommandohelm, genau. Ist gekauft! Oh, warte. Oh, shit. Jetzt habe ich irgendeinen Fehler gemacht. Okay, was habe ich gekauft? Oh, nee! Wo haben wir denn? Da oben so war. SB. Ja, so. Irgendetwas habe ich gekauft, das ich nicht wollte. Das habe ich nicht wollen. So, genau das habe ich wollen. So, ane, zack. Fertig.
Fair, Schrotti lagern. Wunderbar. Wie viel Gewicht? 215 ist gleich hure viel. Okay. Eigentlich können wir es uns gönnen, noch etwas länger im Anzug zu bleiben. Wir haben jetzt 5 Fusion Cores. Jetzt geben wir Raffa noch die Sachen hier ab. Wo war das? Hier. Auf der Brille. Schulden wir dir unseren Dank dafür, dass du diese Monster bei Fort Strong ausradiert hast. Nun, ach, guckst du mir mal an. Für mich? Oder wolltest du vielleicht einer Forschungspatrouille beitreten? Alba. Ich habe technische Dokumente für dich. Ah, gut. Mir geht langsam das Forschungsmaterial aus. Hier sind die versprochenen Kronkorken. Denk dran, das Commonwealth ist eine fast unbegrenzte Fundgrube dieser technischen Dokumente. Durchsuche jedes Gebäude, das du während deiner Patrouille erkundest, höchst sorgfältig. Du wirst angenehm überrascht sein, was da alles zu finden ist. Oh! Emmet! Ich habe dich vermisst. Okay, schon wieder ein Mega weg. Bleib weg von wilden Ghoulen. So, mit dir wollte ich auch nicht reden. Maxwell. DJ Maxwell! Ist das der Pfarrer? Oh Gott. Maulwurfsratter im Stil war eine echt schlechte Idee. Entschuldige mich! Spinnt doch. Ist das der Vertibird, den ich nehmen kann für weg? Egal wie viele Schlachten wir gewinnen, es wartet immer schon die nächste. Wow, ich bin wieder da. So. Im Moment gibt es nichts Neues zu melden, Ritter. Ich kann gleich nehmen. Aha! Ich muss natürlich zuerst die Werkstatt bestätigen. Ja, Forschungspatrouille. Wo ist echt die? Irgendwo da außen. Ich sehe nichts. Zwei in den Kopf und tot bleibt der Tropf. Gute Faustregel. Bist du blöd? Gar keine Faustregel. Okay, also ich finde die Werkbank nicht. So, gehen wir einfach weiter. Okay, also unser nächster Auftrag. Freedom Trail. Was ist denn das? Wir haben zuerst gerade gestanden. Okay. Jojo. Also was mich jetzt interessiert. Wir tun lieber nochmal ein Dörfli unserer Gemeinschaft anschliessen. Wo sind die? Aber nicht hier. Wow, das ist ja ewig weit weg. Meine Frage ist, ich speichere jetzt mal. Ich werfe jetzt mal so eine Vertibird-Granate. Wo haben wir die unter Waffen?
Okay. K&K-Prinzip. Kopf, Unterleib und Körpermitte. Nicht alles in Grönland verfügt über alle drei, aber garantiert über mindestens eins davon. Das sollte ja nicht lang brauchen, wenn wir gerade hier sind. Herausragend! Ich sehe, ihr braucht meine Aufsicht nicht. Und meine letzte Regel? Keine Verletzungen. Wer so dumm ist, sich im Training zu verletzen, kann selbst zur Krankenstation gehen. Nutzt den Platz ansonsten ganz nach Belieben. Oh yes. Vielleicht kann der uns gerade dorthin bringen. Oh, hier! Vorsichtig, vorsichtig, da sind noch Leute unten dran. Oh. Ein Propeller. Ah! Oh. Ein Millimeter über dem Dach. Okay. Was ist jetzt das? Maus 1. Was ist Maus 1? Was? Also, ich komme nicht raus. Ich komme nicht raus. Ich google das mal. Jetzt gehen wir zurück und verfolgen halt den Tod. Ich weiß nicht was. Die Lady, die mit den toten Köpfen reden kann. Und die wird wahrscheinlich Diamond City sein. Kann das sein? Nein, wahrscheinlich nicht. So, was dauert da so lang? Ah, das ist jetzt auch etwas, was ich nicht gewusst habe. Lederrüstung bietet zusätzlichen Schutz gegen Energieschaden. Leder. Also jetzt macht es mir langsam Angst. Okay, in diesem Fall beende ich halt die Folge hier. Es hat mich sehr gefreut, tut mich abonnieren, wenn ihr findet, ihr wollt aktuell bleiben, weil ich tue immer aktuell wieder Videos rein. Und dann werden wir nächstes Mal die Lady, die mit den toten Leuten spricht, aufsuchen. Oder die Siedlung rein, weil ich schaue jetzt den. Was muss es bedeuten? Und ich kann ich dann auch mit dem Wordybird umsteuern. In der Gegend. So. In dem Fall. Tschüss zusammen.